Hallo, 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 weiter geht es mit Clash Royale. Willkommen dazu. Ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zum weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Ihr seht es schon, ich habe euch noch gar nicht gezockt, beziehungsweise bei euch ist es dann gestern, bei mir ist es heute immer einen Tag später vorproduziert, ein Tag, ihr kennt das ja nicht anders von mir. Ihr seht es schon, Saisonurteil ist hier gerade eben da. Ich habe leider nur 4173 Pokale geschafft. Ich hatte leider keine Zeit mehr weiterzuspielen, nachdem ich das Video aufgenommen habe mit dem Golem. War trotzdem, 4100 ist jetzt nicht das geilste, wie gesagt, ich war schon auf 4-4. Ich wollte eigentlich 4-5, 4-6 oder so anpeilen, diese Season, hab's leider nicht geschafft. Dann müssen wir die nächste Season auf jeden Fall etwas mehr reindrücken, da habe ich ja Urlaub, das sollte klappen. Und Leute, ich werde versprechen, nächste Season mindestens 4-5. Ist das ein Deal? Das ist auf jeden Fall ein Deal. So, somit bekommen wir 173, ja, hier Pokale, Platz, irgendwas, viel zu scheiße. Ist okay. Ist okay, kann ich jetzt damit leben. Gratis Truhe, kurz gegönnt, was haben wir denn hier? Ja, die Lithium-Barbaren, OP-Shit des Todes. Nehmen wir dankend an. Genauso wie, was bekommen wir noch mehr? OP-Damage-Karten. So gefällt mir das. Und das drücken wir an. Das ist auch sehr gut. Als letztes haben wir ein Sonderangebot erhältlich. Was haben wir denn hier Schönes? Eine epische Truhe für 10.000 Gold. Ich habe noch 10.000 Gold. Soll ich dafür die epische Truhe mir holen? Nee. Oder? Denkt daran, jetzt kostet nur 1000 Gold eine epische Karte. Ich glaube, es würde sich... Gut, sind 20 epische Karten drin. Komm. Weißt du, mal ist nur einmal im Jahr, Leute. Lasst uns die Kiste mal gönnen. Nur für euch mit meinem YouTube-Money. Kurz gegönnt und aufgeschlitzt. Und erstmal der Loon. Der Wut. Naja, der Boner mal 2. Nicht schlecht, aber am Ende bekommen wir den dunklen Prinzen mal 15. Die Musik ist wunderbar. Sehr gut, hier nochmal eine Übersicht, damit kann man leben. Ich hätte lieber den Golem gezogen. Naja, ist okay. Ebenso. Was habe ich hier denn? Oh, Kronenduell Herausforderung ist zu Ende. Ist sie zu Ende? Ich glaube schon. Wir haben 0 Wins. Bekommen dafür 130 Gold. Einmal den und einmal den. Das war ja total toll. Ist vorbei. Oh, ist vorbei. Aber es ist die nächste Herausforderung. Ich wollte eigentlich von der Herausforderung, die ich angenommen hatte, ein Video machen. Egal, was haben wir jetzt? Elektromagier-Herausforderung. Was ist das denn hier für ein Ding? Kämpfe mit Elektromagier. Baue ein Deck mit dem Elektromagier. In dieser besonderen Herausforderung sind auch alle anderen Karten freigeschaltet. Mit jedem Sieg wird dein Preis, ich weiß gar nicht, warum ich da immer Penis lese. Ich glaube, ich habe einen Peniskomplex. Größer. Preis größer. Bei 12 Siegen erhältst du den Hauptpreis und den Elektromagier Penis größer. Alles, was? 12 Siegen bekomme ich den Elektromagier? Wie geil ist das denn bitte? Und die Clan-Truhe ist am Start, meine Damen und Herren. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier wird sich gegönnt. Die wird sich ja richtig gegönnt. Ich war noch gar nicht konnte online. Oh mein Gott, wie viele neue Sachen. Bei Clash of Clans, bei Clash Royale ist es ja unnormal einfach nur, was hier zurzeit abgeht. Wir gönnen uns mal den hier kurz. Alles gleich, da wird sich gegönnt. Ja, hier ist mein Golem-Deck, was ich so geil finde einfach nur. Ich liebe es. Wir können jetzt ein paar Truhen öffnen. Machen wir kurz, sind auch wieder am Start. Kennen wir sprechen ja Elite-Barbaren, OP-Shit des Todes bekommen wir. Alles gleich in die 26 mal Bogenschützen, wie gesagt nicht. Elite-Barbaren, Skelette am Start. Ein Eisgeist, einmal den Eisgolem. Eisgolem auch ziemlich starke Karte. Das ist auf jeden Fall alles ziemlich cool. Wir haben jetzt so einen Bambus hier oben. Geil. Richtig Panda-Style. So gefällt mir das. So, wie geht denn das jetzt hier mit der Truhe? Ja, alles klar, wenn ich jetzt quasi kämpfe, Moment, wir schauen mal kurz drauf hier. Wie viel haben die denn schon hier sich gegönnt? Wo steht denn das? Moment, das steht hier mit der Truhe. Wo steht das nochmal mit der Truhe? Information. Truhe da, bin blöd. 103, 67, 46, 42, 31, 17, 10, 11, 9, 7, 6, 1. 0, nicht bei der Truhe dabei. Kriegen die dann auch den Bonus nicht? Okay. Null. Ich habe bislang null. Werde ich rausgekickt, wenn ich die ganze Zeit null habe? Ich werde aber noch pushen, Leute. Mindestens 700 Kronen werde ich machen. Gar kein Ding für den King. Elektromagier Challenge. Rein da. Ist ja gar nicht bereit. Beginnt in 3 Tagen. Ich bin doof. Ich denke, ich kann schon drauflegen. Fuck. Jetzt haben wir keine Herausforderung. Da muss ich ja normal spielen. Da muss ich ja normal spielen. Spiele ich mit dem Golem-Deck oder spiele ich mit dem Loon plus Giant-Deck und ich habe hier noch ein Königsriesendeck. Das darf ich nicht spielen, weil ich eine gemaxte Karte habe. Das ist nicht möglich, dann werde ich von euch vergewaltigt. Deswegen lieber Kronen pushen, ne? Golem-Deck. Wieso denn nicht? Fuck, ich will doch Elektromagier spielen. Der kommt ja erst in 3 Tagen raus. Dann gönnen wir uns den halt so. 12 Wins habe ich ja mindestens schon 0 mal geschafft, von daher machen wir es bei diesmal auch. So, was haben wir denn hier? Oh, starten wir in der Pumpe, richtig risky. Risky Shit. Risky Shit. Ich sag ja, Risky Shit. Oh, gutes Ziel. Kurz reinseppen noch. Sehr schön. Bitte was? Wird der gerade geblitzt? Ja, geblitzt. Zum Glück ist mein Tower auf das Schweinchen gegangen.
Was ist denn schon wieder los mit dir? Egal, mein Talk oder 50%. Wir haben eine Pumpe, die tickt durch. Und wir werden jetzt unseren wunderbaren, sehr, sehr geschmeidigen Golem spielen. Der ist so geil. Nicht die Pumpe volllaufen lassen. Oh yeah, mein Freund. Das ist ein schöner Golem. Hallöchen. Viel Glück. Er spielt Pogies. Aha. Wir warten noch. Ich bin auch Boogies. Und zwar hier rein. Oh, ist das dein Ernst? Ist das wirklich sein Ernst? Das ist sein Ernst. Das ist sein Ernst. Wir müssen jetzt hier einmal kurz reinklonen. Sehr schöner Klon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Da wird sich gegönnt. Und das wird ein guter Push Richtung Tower. Ich habe gehört, Tower ist schon kaputt. Ist Tower kaputt? Tower ist kaputt. Tower ist kaputt. Tower ist kaputt. Nicht ganz. Nicht ganz. Ist okay. Tower ist nicht ganz kaputt. Mann! So, da darf ich noch bis zu meinen Elite-Barbaren. Ich warte bis zu meinen Elite-Barbaren. Da kommen sie, die Jungs. Die haben Bock. Ja, die haben richtig Bock. Können wir noch zappen und dann uns vielleicht den Tower gönnen? Ich glaube, das ist sogar der Tower. Einmal kurz reingesappt hier an der Stelle, damit die Bogenschützen down sind. Und das ist der Tower. Das machen die Jungs. Das sind die knackigen kleinen Boys. Da brauchst du gar nicht zappen. Da wird sich gegönnt. Hallöchen, die Elite-Barbaren. Ihr seid OP, wir wissen es alle. Natürlich wieder jetzt reinblitzen, denke ich mal. Ich setze den Golem deswegen dahin. Es reicht nicht für den Tower. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch. Elite-Barbaren. So, bereit. Bereit für seinen, seinen Inferno-Tower. Inferno-Tower, komm. Einmal reingeklont. Bogenschütze noch rein. Reingesappt. Schöner Sepp. Noch ein paar Jungs hinter. Komm, wir gehen auf drei. Wir gehen mal kurz auf drei. Kann man mal machen. Gehen wir kurz auf drei. Bei den Tower sollten wir sicher haben. So, kurz einmal reingeklont hier, damit die Elite-Bahn noch mal kurz am Start sind. Hier, da haben wir nämlich vier jetzt davon. Dieses Deck, ich feiere es so sehr. Kriege ich jetzt drei Kronen für die Truhe? Müsste ich ja eigentlich. Ich habe es so verstanden. Oder habe ich es falsch verstanden? Sehr gut. Oh yeah, Clan-Krone 3. Holy moly, Macaroni. Sehr, sehr geile Schlagsahne. Wunderbar für die Kronentruhe. So gefällt mir das. Oh, dieses Deck, Leute. Ich liebe es immer noch. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe es. Genauso wie euch. Ich liebe euch auch. Oh, gleich ein Schweinchen. Was ist denn verkehrt mit dir? Was war das? Da war irgendwie ein Update. Ich weiß nicht, was ist das immer? Ihr seid doch Android-Benutzer. Was ist das? Alles klar. So, warten wir kurz, aber noch was irgendwas macht. Ich lasse sie uns durchlaufen. Das sind zwei nur. Okay, da gehen wir. Drop mal was. Sehr gut. Das ist schön verteidigt. Ja, drop das ruhig. Ich habe jetzt hier nämlich meine Pumpe. Elixiervorteil. Etwas Damage darfst du machen. Ja, er wird auch noch einen Hit schaffen. Vielleicht sogar zwei, wenn er geil ist. Ja, ist nicht geil. Alles klar. Wir kommen jetzt wie von der gleichen Seite mit dem Golem. So wie sich das gehört. Ich liebe es, wenn ein Golem auf dem Feld kommt. Oh Mann, nicht wirklich, oder? Den auch noch, den Freshen Boy. Bogenschützen. Sehr gut, der Boogie teilt sich jetzt auf, was ich nicht ganz so geil finde. Die Frage ist jetzt, Elite-Barbaren? Elite-Barbaren. Elite-Barbaren, sowas von. Da kommen die Jungs. Gut reingeklont. Wenn er platzt. Oh yeah, der platzt. Und da stirbt seine ganze Lakaienhorde einfach. Oh, oh, oh. Wie schon wieder ein Tower. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja richtig knackig hier. Schon wieder dieses Geräusch. Wo kommt das her? Warte, ich weiß es nicht. Wo, um Gottes Willen, kommt das jetzt mal her? So, Pumpe, geh weg. Dankeschön für die Nässe droppen. Vielen Dank. Da kommt der Final Push von mir. It's the final countdown push. So, ja, er gönnt sich jetzt hier den Tower. Das ist auf jeden Fall alles im Rahmen des Rahmenschnitzels. So können wir das. Wir haben Elixiervorteil mit der Pumpe. So, Minute 1 bricht an. Spielt jetzt noch ein Schweinchen. Golem kommt. Hallöchen, mein Freund. Mach bitte die Kollegin da down. Das wäre ziemlich cool, wenn die noch stirbt. Komm, komm. Elite Barbaren von hinten. Angeknuspert. Die machen wir so down.
Bogenschützen rein. Alles einmal geklont. Einmal gesetzt noch. Oh yeah. So, dann auch die Wächter rein. Oh, das ist so ein böser Push schon wieder. Was will er machen? Ich weiß nicht, was er machen soll. Oder was, was? Komm, wir gehen auf 3. Das ist ein 3. Das ist ein 3-Kronen-Deck. Da müssen wir auf 3 gehen. Es geht nicht anders. Hier nochmal alles rein. Geklont. Und dann sind es schon wieder 3. Leute, braucht ihr Kronen für die Kronentruhe im Clan, dann nehmt dieses Deck. Kriegt ihr immer 3. Sehr gut. Ohne Goldtruhe. Ja, nehme ich mit hier. Das öffne ich cool. Das YouTube meine Regel schon. Ich habe genug Gems am Start. 11-mal wieder die knackigen Boys. Wie viel brauche ich denn noch, um die abzugraden? Oh, nicht mehr viel, Leute. Oh, jetzt habe ich eine Seltenheit. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nach Elixier. Das ist so das, was ich immer mache. 3 Stunden hier. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Mit dem Deck. Sehr gut. Oh, ich habe einen Golem. Damit zu starten ist immer böse. Wir warten erst ab, was er spielt. Wenn er Pumpe spielt oder so, dann machen wir das sonst nicht. Ich glaube, ich habe einen Vorteil ab Minute 1 mit dem Deck. Kann es sein? Ich glaube schon. Was macht er da? Er droppt nichts. Er droppt auch nichts. Ich hatte sowas schon mal. Da ging das bis Minute 1. Er macht nichts. Warum? Warum? Was? Ist das jetzt hier... Ist das sein Ernst? Hängt das Spiel? Es hängt, glaube ich, nicht. Oh, jetzt geht's los. Okay, kann ich jetzt von der anderen Seite mit dem Golem kommen. Alles klar, dann passt das. Sehr schön. Jetzt kommt doch ein Schweinchen. Nein, nein, die sterben, glaube ich. Ja, die sterben, habe ich ja gesagt. Oh, Schweinchen macht jetzt gut Damage. Ah, es geht noch. 50%, damit kann ich leben. Ich hätte gerne noch irgendwas dahinter. Bogenschützen oder so. Ich glaube, ich krieg nur Bogis dahinter. Ich warte noch kurz, bis da irgendwas zur Verteidigung droppt. Holz. Lass mal durchlaufen. Jetzt kommen die Bogenschützen. Die lasse vorlaufen. Jetzt wird reingeklont. Da ist geklont. Sehr gut. Die platzen nämlich schön. Das macht gut Damage. Bogis versus Bogis. Natürlich überleben, sterben, beziehungsweise überleben seine Bogis. Frag mich nicht wieso. Alles klar. Okay. Ach, wirklich? Egal. Dann machen wir das kurz. Ich bin mal gespannt, was er jetzt gegen meine Elite-Barbaren macht. Dann bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ein Schweinchen. Das ist natürlich richtig doof von ihm. Boah, wie weit sie hinterherlaufen? Oh, ein paar Hits schaffen sie, wa? Ein paar Hits sogar mehr. Cool, sehr gut. Tower 50%. Das war jetzt nicht ganz so klug von ihm. So. Minute 1, alles klärchen. Wir laufen auch von der Seite an. Dann seine Bogenschützen, das gefällt mir natürlich. Warten kurz, bis sie weiter vorlaufen. Hier lohnt sich sogar ein Zap. Damit der ganze Scheiß kaputt geht. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Bogenschützen kommen, genauso wie Megalakai. Hier wird alles einmal geklont. Ich hab den Golem nicht geklont. Doch, habe ich noch. Sehr gut. Klon ist drin. Bogenschützen. Mein Zap ist drin, aber es ist ein böser Push. Das ist immer noch ein böser Push hier von mir. Guck, wie viele Bogenschützen da sind. Es reicht aber nicht, glaube ich. Ja. Die Barbaren waren stark. Ja, war gut von ihm gespielt. Gut von ihm gespielt, gut abgewartet hier. Das ist das Problem, wenn sehr viel AOE-Damage auf dem Feld ist. Die Prinzessin. Die Prinzessin hat mich wirklich bekommen. Die hat echt Aua gemacht. Eieieiei. Ich dachte eigentlich, dass wir wirklich mit dem Golem geklont das Ganze hinbekommen. Aber naja, da haben wir kurz ein bisschen abgewartet. War ja auch mal gut, ne? Ich hatte schon mal ein Match, da hat wirklich, da standen wir, ich dachte mir, YOLO, was passiert denn jetzt? Und dann ging das bis Minute 1. Dann haben wir komplett die ganze Zeit gewartet. Das war wohl doof, weil er war ein Hüttenspammer, er hat den größeren Vorteil durch das Warten. Oh Gott, was ich für eine Hand habe. Wenn jetzt ein Schweinchen kommt, wäre doof. Bitte nicht ein Schweinchen. Bitte nicht ein Schweinchen. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt kommt's. Egal. Werden sie eingefroren, ist mir wurscht an der Stelle. Trotzdem ein bisschen Damage. Sehr schön. Gehen wir auch noch kaputt hier. Er muss was droppen. Er muss was droppen. Einmal reinsetzen. Damit sein... Oh, schade, er stirbt nicht. Egal. Ist das von Zap Bait, Dick? Alter. Bitte was? Du spielst wirklich eine Kanone? Ja gut, im Zeichen oben, Lucien, hast du auch eine Kanone. Also ist das, glaube ich, legitim. Er hat echt eine Kanone. So ein ekliger Boy.
Wir warten kurz. Ich will nicht, dass meine Bogenschützen zu weit vorne sind. So. Negelakai. Bogenschützen. Klonzauber auch bereithalten. Aber reingesäppt hier an der Stelle. Klonzauber bereithalten. Klonzauber kommt. Sehr schöner Klonzauber. Oh yeah. Ich hab gehört, das ist ja tatsächlich der Tower schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Obwohl er eine Rakete spielt. Das ist ja nicht so gut. Ja, ein bisschen so auf seinen Haupttower auch noch ein bisschen Damage gemacht. Damit kann ich leben. Ja, das bringt dann wohl Donny so viel die Kanone. So, 50% aber da. Wir spielen das trotzdem sicher runter. Wir warten auf sein Schweinchen. Was nicht kommt. Kommt halt einfach nicht. Dann spiele ich einen Golem. So, Minute 1. Jetzt kommt es natürlich. Jetzt kommt es natürlich. Das Holz bringt nicht so viel, mein Freundchen. Mal reingesetzt, damit der Tower nicht dauer geht. Eine Rakete. Egal. Muss er jetzt zünden, die Rakete, um das fertig zu machen. Wir warten kurz. Wir dürfen die Bogenschützen nicht zu früh setzen. Jetzt die Bogenschützen. Dann da oben mal die Wächter rein. Von hinten die Elite-Barbaren. Da brauche ich einen Zap am besten. Habe ich nicht. Wir klonen mal alle schon, damit der Golem platzt. Da ist er geplatzt. Wunderbar. Ah, natürlich jetzt doof mich erwischt. Aber wir pushen einfach alles hinterher. Die Elite-Barbaren pushen durch. Doch nicht ganz. Alles klar. Golem sogar ein Stück weiter vorne. Ist, glaube ich, okay. So, die Wächter rein für das Schweinchen. Sehr schön. Mein Tower geht ein bisschen runter. Da kommt die Kanone. Das wird nicht reichen. Trifft mein Golem nicht. Dankeschön. Und jetzt kommt nämlich mein Damage. Elite-Barbaren hinterher. Da kommen sie. Jetzt der Klonzauber. Klonzauber kommt. Bogenschütze hinterher. Da einmal reingesäppt. Sehr schön. Die gönnen sich erst das. Und jetzt gönnen sie sich den Tower. Die Rakete wird nicht mehr rechtzeitig kommen. Wirklich? Jetzt hat er es geschafft? Oh Gott. Nein, am Ende mit den Boys noch. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das sein Ernst? Das ist wirklich sein Ernst. Tatsächlich. Es reicht aber nicht. Jetzt wird's ein Unentschieden! Jetzt wird's ein Unentschieden! Das gibt's ja gar nicht. Am Ende mit der Skelett-Army hat das komplett noch gerissen, weil ich einfach... Ich schäme mich dafür. Ich schäme mich für diesen Kampf. Ich habe das so sicher... Ich habe den Sieg so sicher schon gesehen. Oh mein Gott, war das schlecht. Egal, weiter, Leute. Kronentruhe muss ich gegönnt werden jetzt. Da war ich mir echt zu sicher. Ja, es fehlt der AOE-Damage, ne? Der AOE-Damage ist halt vom Golem da. Indem ich einfach... Wir spielen unentschieden gegen jemanden mit einer Rakete. Überlegt euch das mit einer Rakete. Die will Damage machen. Schießt du sie kaputt? Schade. So, mein Gegenpush. Ist mit dem Golem. Die Seite, wo die Prinzessin ist, natürlich. So, mein wunderbarer Golem. Okay, da kommt wieder sowas angelaufen. Ja, der ist durch. Der macht jetzt ein bisschen Damage. Vielleicht reicht es sogar für den Tower. Schweinchen auch noch. Was ist das für ein Rush-Deck? Ich glaube, mehr Rush geht hier nicht. So, kurz Bogenschütze hinterher. Und das Ganze wird dann gleich geklont. Eieiei. Voll nervig. So, Dankeschön. Die Kollegin ist auch da. Mein Golem ist übrigens immer noch da. Ich gehe auf 3.
Weißt du, du machst einfach, du pushst die ganze in so einen Schein. Ich bin auf 3. Ist doch, doch, ich gehe mal auf 3. Ich glaube, das kann man mal machen. Na klar, kann man was machen. So, alles klar. Dankeschön. Was ist, weißt du, ich spamme einfach alle Truppen an die Brücke. Krieg trotzdem Tower. Nee. Das kann ich ja gar nicht ab. Ihr kennt das ja von mir, ne? Bam, Kronentruhe. Was haben wir drin? Gold. Juwelen. Bogenschützen. Elite-Barbaren. Oh, hat's gereicht? Ich weiß es gar nicht. Eiskohle am Ende. Es waren 15 Stück. Es reicht immer noch nicht. Es fehlen noch, ja gut, 20. 20 Stück noch. Dann sind wir soweit. Ja, ein paar Kronen jetzt dazu verdient hier. TV Royal. Bin ich vielleicht drin? Bin ich drin? War ich da schon mal drin? Jemand meinte, ich wäre da schon mal drin gewesen, aber habe ich nicht mitbekommen. Leider. Ja, Leute. Haben wir ein bisschen jetzt gezockt hier. War ganz lustig. Hat mir Spaß gemacht. Das Deck ist immer noch ziemlich geil. Oh, ich bin lokal natürlich irgendwo hier drin. Selbstverständlich. Es ist Pokal-Reset und ich bin, na, aber auch schon 4-2. Es ist natürlich. Machen wir kurz gleich. Ja, Leute. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und dann wird es auf jeden Fall. Erstmal spenden. Dann wird es auf jeden Fall, wenn die Herausforderung da ist, wird sie natürlich geben. Sorry, ist leicht Stress. Ich bin gerade eben erst nach Hause gekommen. Es ist jetzt schon hier fast 22 Uhr. Und deswegen Video noch rendern, schneiden, hochladen, Thumbnail und den ganzen Rotz. Es wird ziemlich knapp, damit ich es noch bis morgen schaffe. Deswegen ging es so fix. Und ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, die Clan-Truhe ist da. Die ist cool. Und ich habe jetzt ein paar Kronen dazu verdient. Und zwar schon 10 Stück. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Reingehauen, lasst ein Like da. Bis dann. Haufen Super Nasser Boys. Und... Tschüssi!